Die Firma Odepro hat mir was zugeschickt, und zwar eine ihrer Taschenlampe, die KL52 Plus. Und die werden wir uns in diesem Video mal gemeinsam anschauen. Ja, ich habe die Taschenlampe jetzt schon einige Tage hier liegen, hatte aber leider bisher noch nicht wirklich die Zeit, um mich damit groß zu befassen. Ja. Ich habe mal reingeschaut, habe mir die Sachen kurz angeguckt, ob alles da ist. Ja. Habe die Taschenlampe mal kurz ausprobiert, ob es funktioniert. Aber mehr habe ich hier noch nicht gemacht. Ja, auch die ganzen Daten und so werde ich dann wohl gleich ablesen müssen. Ne. Und also wird das heute auch so eine Art Unboxing werden. Ne. Würde ich sagen, fange ich auch direkt mal an. Wie ich eben schon gezeigt hatte, kommt das Ganze hier in so ein Hardcase, ja, Hartkunststoffkoffer. Ja, hier habt ihr dann auch nochmal direkt drauf, was drin ist. Rote LED, grüne LED, IR850 LED. Das sind halt Module. Das ist nicht wie bei anderen Taschenlampen, dass man per Klick die Farben wechseln kann. Hier muss man die Module wechseln in die Taschenlampe. Zeige ich euch gleich natürlich auch noch. Ne? Auf der Rückseite hier habt ihr dann natürlich auch nochmal jede Menge Daten stehen. Ja, hier solche Sachen. Hier mit den Laufzeiten, wie weit die dann leuchten, ist dann hier in Yards angegeben. Ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Und hier, was noch alles drin ist, kann ich euch direkt schon mal kurz vorlesen. Also einmal haben wir dann die KL52 Plus, das ist die Taschenlampe. Dann haben wir ein grünes LED-Modul, ein Ladegerät, ein Schalter, ein Taschenlampenschalter, wenn man die Taschenlampe ans Gewehr montiert oder so. Ja, weil hier ist die Möglichkeit gegeben, die Taschenlampe geht ein bisschen mehr an den taktischen Bereich, ist eigentlich nicht so meine Sparte, ne? Aber dadurch, dass man die Taschenlampe auch so verwenden kann im Outdoor-Bereich, dass man zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, die Taschenlampe ans Fahrrad dran zu machen, ne? Oder wie gerade schon erwähnt, an Gewehre, vielleicht für Jäger oder auch Software-Spiele interessant, ne? Und ja, machen wir direkt mal weiter. Dafür haben wir dann, wie gesagt, gerade schon so einen Schalter dafür dabei. Ja? Picatinny Trail Rail Mount, ja, dass ihr die Taschenlampe, so eine Befestigung, dass ihr die an diese Schiene vom Gewehr dran machen könnt. Ja? Dichtungsring, Bedienungsanleitung, rotes LED-Modul, dieses Infrarot-LED-Modul, zweimal eine 18650er Batterie, ja. Universal Rapid Mount, ein Lanyard und die Garantiekarte. So, das war das Äußerliche. Erstmal die Daten, ja, beziehungsweise was sich hier alles drin befindet. Und ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt direkt auch mal auf. Ich hoffe, der Platz reicht hier. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. So, da haben wir hier direkt schon die Taschenlampe. Ja, die sieht so aus. Die ist aus diesem NASA-Stahl gemacht, ja, dieses Astronauten-Aluminium, was so sehr robust ist, aber auch leicht. Ja, die Verarbeitung ist schon mal gut auf jeden Fall, ja, macht schon mal einen guten ersten Eindruck, da kann man nicht meckern. Zoomen, durchdrehen, ja, hier hinten habt ihr den Schalter, ja, hier, so stellt ihr dann den Zoom ein, ich zeig's euch mal so, ja, durchdrehen. In dem Weißlichtmodus hat die Taschenlampe, ich glaube, 5 verschiedene Modis. Einmal Low, Medium, High, Strobe und SOS. Ja, maximale Ausgangsleistung bei diesem weißen Modul beträgt 800 Lumen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, ist auf jeden Fall ein handliches Teil. Ja, kann man sich echt nicht beklagen. Hier habt ihr dann noch diese Handschlaufe dabei. So, hier ist dann das Ladegerät für beide Akkus. Hier habt ihr dann noch Garantiekarte, diese Dichtungsringe, eine Bedienungsanleitung drin. Hier habt ihr dann einmal die Halterung für ans Gewehr. Müsste das hier sein. Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus, wenn das einer besser weiß. Ne, sieht zumindest danach aus, dass man das dann hier an die Schiene machen kann. Hier oben macht man dann die Taschenlampe dran und dann hat man das am Gewehr. Ja? Man könnte es mit dieser Montage, glaube ich, auch am Fahrrad machen, aber hier ist noch eine Halterung bei. Die geben hier Universalhalterung an. Ja? Kann man, glaube ich, damit auch irgendwie am Fahrrad machen oder sonstiges. So, ne?
Gehe ich mal von aus. Ja, falls das einer besser weiß, einfach mal gerne in die Kommentare damit, wenn jemand zuschaut, der hier aus dem Jagdbereich oder Softwarebereich kommt. Ja. So, machen wir direkt hier weiter. Hier sind dann die zwei Akkus drin. Eins ist in der Taschenlampe, ja, logisch. Und hier haben wir dann diesen, ja, Schalter, den man dann hier hinten an die Taschenlampe dran machen kann. Wenn ihr die Taschenlampe dann am Gewehr dran habt, ja, mit diesem Schalter, das wird ja dann irgendwie hier befestigt. Ne? Und dann kann man hier drauf drücken und dann geht die an. Ich würde sagen, probieren wir mal kurz aus. So, schauen wir mal. Ja, sieht gut aus, ne? Wenn ihr gedrückt haltet, leuchtet's. Ja, jetzt habe ich gedrückt. Und wenn ihr loslasst, geht's aus. Hier sind sogar zwei dran. Hier ist einer. Und hier ist auch noch einer. Ja. Funktioniert. Hier ist ein weißes Modul drin. Ja. Das wäre eigentlich hier drin. Hier ist jetzt ein rotes Modul drin. Ja, wie ich eben schon sagte, ihr müsst die halt so wechseln. Ja. Hier habt ihr das Infrarotmodul drin. Und dann da noch grünes Licht. Ich zeige euch das mal. Ja, so sehen die halt aus. Ja. Und die braucht ihr dann nur da vorne reinmachen. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Infrarot. Sieht man nicht. Nehme ich mal eine andere Farbe und dann checken wir das auch direkt mal ab, würde ich sagen. So ein Modul zu wechseln ist eigentlich ziemlich einfach und flott. Ihr braucht hier vorne nur den Kopf abschrauben. Ja. Dann hier drehen. Ja, dann kommt das Ganze raus. Dann könnt ihr das hier rausziehen, rausschrauben. Alles super. So, nehmen wir ein anderes Modul. Schrauben das da rein. Kopf wieder drauf. So. Und rotes Licht. Im Buschkraftbereich vielleicht auch ganz interessant, ja, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche echt nur rotes Licht, dass man sich dann das rote Modul hier rein macht und dann eine Taschenlampe bei hat mit rotem Licht. Ja, oder wenn man sagt, ich brauche Infrarot oder grünes Licht. Ne. Ja, klar, es gibt natürlich Taschenlampen, die haben das alles schon integriert. Aber wie gesagt, das ist eine taktische Taschenlampe. Ja, und da ist das halt so. Ne. Fragt mich nicht warum. Wie gesagt, kenne ich mich auch nicht so gut mit aus. Wenn da jemand schlauer ist, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ne. Aber nichtsdestotrotz ist ja an sich eine coole Taschenlampe. Ne. Die ist gut verarbeitet, die macht Licht. Ja, die hat ein paar coole Features dabei. Ne. Auch hier mit diesem Ladegerät direkt und einem zweiten Akku hat man auch nicht überall. Ne. Mit diesen Halterungen und so. Also muss ich ehrlich sagen, ne, mit dem Koffer finde ich gar nicht so verkehrt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Maximale Ausgangsleistung 800 Lumen, ja, beträgt das hier. Ich weiß nicht, ob das bei allen Lichtmodi so ist. Ich denke mal eher nicht, weil hier steht auch bei Leuchtdistanz, zum Beispiel bei Weiß, 1,6 Stunden 400 Yards. Weiß ich jetzt nicht, wie viele Meter das sind. Ja. Rotes Licht 3,3 Stunden 375 Yards. Grün 4,1 Stunden 452 Yards und IR850 2 Stunden steht hier keine Distanz, ne? Weil ich denke mal, Infrarot kann das menschliche Auge ja so nicht wahrnehmen, ne? Deswegen denke ich mal, haben die hier keine Distanz angegeben, ne? Die Taschenlampenlänge beträgt zwischen 14,8 und 17,1 mm, je nachdem, ob ihr die, ne, zusammen oder ausgezogen habt. Und wiegt 240 Gramm. Ja. Aktuell bekommt ihr die Taschenlampe zum reduzierten Preis für 100 Euro. Regulärpreis dieser Taschenlampe beträgt 120 Euro. Ja, was ist denn jetzt so mein abschließendes Fazit zu dieser Taschenlampe? Also die Verarbeitung ist super, ja, alles ordentlich, keine scharfen Kanten, nichts überstehen, ne, auch die Module, alles funktioniert.
Ne? Zwei Akkus dabei mit Ladegerät. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze am Gewehr dran zu machen, am Fahrrad dran zu machen. Ihr könnt die Module wechseln. Ja, also an sich ist das kein schlechtes Ding, aber stellt mal, dass es hauptsächlich für Leute interessant, die wirklich aus dem Jagd- oder Software-Bereich kommen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Wanderer, Bushcrafter, was auch immer Survival ist, der sagt, ja, finde ich trotzdem ganz interessant an sich. Ja, kann sich das Ganze ja gerne mal anschauen. Ihr wisst, ich packe euch wie immer Link zum Produkt in die Videobeschreibung mit rein. Das war's dann auch schon wieder. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, Daumen nach oben da lassen. Falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.